Hallo und herzlich willkommen. Ach nee, Quatsch, so wollte ich ja gar nicht anfangen. Ist egal. So, ja, liebe Leute von heute, wir hängen jetzt noch eine kleine Message an diese Folge dran. Denn wir haben uns gerade beratschlagt, was The Forest allgemein, dieses Projekt angeht. Ja, dazu begrüße ich natürlich wieder den Prokratis und den lieben Flo, die sind natürlich auch wieder am Start. Ja, wer will's sagen? Es ist ein Kackspiel. Sehr schön. Nein, grundsätzlich ist es, macht es sehr Spaß. Ja. Aber es ist halt extrem, ich finde es extrem eintönig. Ja. Also, du bist ja irgendwann nur noch dabei, von Höhle zu Höhle zu gehen. Richtig, einmal das. Dann haben wir ja jetzt versucht schon, wir haben ja jetzt schon mal, bevor wir eine neue Folge gestartet haben, haben wir schon mal geguckt, wo die Höhle ist, wo wir eventuell das Tauchgerät bekommen, aber da siehst du halt rein gar nichts. Sind da auch mehrmals gestorben. Und irgendwo macht's jetzt, sind wir am Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, es bringt rein gar nichts mehr, irgendwelche Folgen zu machen, wo wir irgendwie nur noch versuchen, durch irgendwelche Höhlen zu stapfen und neue Items zu bekommen und kommen kein Stück weiter. Ne? Deswegen haben wir gesagt, machen wir an dem Punkt jetzt. Zumal es tatsächlich so ist, finde ich, dass dich das Spiel nimmt dich 0,0 an die Hand. Nee, also ich meine, du weißt, dass du irgendwie deinen Sohn suchst, aber ich habe überhaupt gar keinen Plan. Vielleicht sind wir zu blöd dafür oder so. Aber hier, Timmys Zeichnung kann als Dekoration Passagierliste, was soll ich damit? Das ist tatsächlich, also ganz ehrlich, mein Survival, alles schön gut. Natürlich, dass den Aspekt hat, okay, du sollst dich wirklich so fühlen, dass du alles selbst herausfinden musst. Aber irgendwo, ja, keine Ahnung, wir haben ja schon im Internet geguckt nach irgendwelchen Guides und Maps und... Aber trotzdem, ja. wir werden einfach nicht schlau draus und... Da ist halt das Problem, dass mit jedem Patch, mit jedem Update sich was ändert. Richtig. Und dass im Internet 10 Anleitungen sind, wie man beispielsweise an dieses Tauchgerät kommt. Es gibt noch einen anderen Höhleneingang, wissen wir jetzt. Aber ja, da haben wir einfach zu lange gebraucht. Genau. Also bis wir das rausgefunden haben, das ist das Aktuelle. So sieht's aus, ja. Nee, aber wie gesagt, das ist... Hier mal irgendwann gesagt, wir sind jetzt an einen Punkt gekommen, wo es einfach keinen Sinn mehr macht. Und es macht auch nicht mehr so den Spaß. Richtig, es macht dann auch keine Laune dann mehr. Ich meine, am Anfang war es ja noch einfach mal erst klarkommen mit der ganzen Steuerung, wie man eine Festung und alles sich aneignet, wie man Waffen macht und so weiter. Und die Erkundungstour war natürlich auch gegeben. Und, oh mein lieber Mann, da sind Amis und Beinis und Fettärsche und was weiß ich nicht alles. Ja, aber wie gesagt, jetzt sind wir echt an einen Punkt gekommen, wo es uns einfach keinen Spaß mehr macht. Und deswegen haben wir gesagt, brechen wir das Projekt an dieser Stelle ab. Und werden aber dann definitiv mit einem neuen Projekt an den Start kommen, ist ja ganz klar. Also das Trio bleibt euch weiter erhalten. Und ja, Flo, magst du noch was sagen? Also es wurde alles gesagt. Ich finde das Spiel an sich geil. Mir macht es auch jede Menge Spaß, aber ich schließe mich da dem an, was ihr gesagt habt. Man wird zu wenig an die Hand genommen. Es ändert sich einfach zu viel durch jedes Updaten, durch jeden Patch, dass man halt auch als Anfänger nicht wirklich sich an die Guides halten kann. Also das hatten wir ja auch während den Folgen 2-3 Mal, dass wir irgendwo waren, wo laut dem Guide etwas war und dann hat sich's aber geändert. Ja. Also, und da habe ich auch nicht die Geduld dazu, muss ich ehrlich sagen. Ja. Nee, definitiv. Und deswegen, wir haben uns ja immer mal wieder beratschlagt zwischen den Folgen, immer mal wieder geguckt, dass wir euch immer mal wieder auch neue Inhalte bieten können, weil es bringt euch ja einfach nichts, wenn wir immer nur 20, 25 Minuten sinnlos in der Prärie rumstreifen. Das macht dann irgendwo auch keinen Sinn mehr, deswegen ist es jetzt im Prinzip die letzte Folge gewesen, aber wie gesagt, es wird ein neues Projekt kommen, diesmal kein Survival, komplett was anderes. Lasst euch einfach mal überraschen und ja, da würde ich sagen, verabschiede ich erstmal den lieben Prokratis. Tschüssi! Und natürlich auch den lieben Flo von For You. Schön mit Ö, aber ohne B. Richtig, und wir sehen uns und mit V bei dem nächsten Kooperations-Let's Play. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye. Bye.